Dann können wir hier mal das Licht da mal ausmachen. Und dann können wir einmal auch Licht im Fahrgastraum auf Automatik stellen. So. Nein, ich fahre nicht zu schnell. Aber warum sollte man hier nur 40 fahren? Wahrscheinlich wegen dem Gleisradius. Okay, ich bremse mal ein bisschen. Oh, wir haben vorher Fahrt. Danke, Kollege. Was haben wir hier? Verstehe ich nicht, was das heißt. Aber es ist, muss ich, glaube ich, auch nicht. So. Vielen Dank auch für das Nachladen an dieser Stelle. So, hier dann wieder 50. Das finde ich, das gefällt mir schon wieder eher. Okay, da vorne wieder 20. Aber es ist, hat, glaube ich, auch seine Bewandtnis hier an der Stelle. Da sehen wir ein paar abgestellte Züge. Ach, ist das... Wow. Ja, die Kurve war aber auch... Kavusch. Und auf einmal war sie da. Sie kündigte sich durch nichts an. Nur durch eine höhere Geschwindigkeitsbegrenzung. Das macht auch durchaus Sinn. So, kommen wir vielleicht mal hier. Nächste Station, Schäfflestraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U7 in Richtung Hausen vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, so, da vorne sind dann 20. Ich warte einfach mal, genau, Achtung, hier ist ein Teil ohne Ding. Oh, hier ist ja nur 15 drauf. Da steht nur 15 drauf. Fahren wir jetzt 15 oder 20? Ich weiß es nicht. Ich fahre mal 15. So, und warum fahren wir hier gerade mal noch so langsam? Muss ich das jetzt verstehen? Wir wechseln nicht mal das Gleis hier. Aber da steht, schaut mal kurz, das steht nämlich nicht 20, sondern das steht 15. Da. 15, nicht 20. Aber wir fahren einfach mal so. Und die Teile, habe ich jetzt auch, danke für die hilfreiche Info in den Kommentaren. Das ist, wenn man hier das Gleis wechseln möchte, damit man weiß, wie weit man fahren muss. So, 15, da. Nix 20, so. Deswegen fahren wir... Oh, ach, ein Kollege, dann hat sich das ja auch gelohnt mit dem Bahnübergang rot werden. Hallo. Der hat nur 1, 2, 3 Züge. Okay. Boah, ist aber echt lang, muss ich sagen, mit unseren 4 Wagen. Naja. Ganz gemütlich durch die Gegend tuckern. Ich hätte es gerne nochmal die Ansage wiederholt, aber was willst du machen? So, Achtung hier an Leute, die da... Nicht, dass sonst noch jemand irgendwie reinläuft. Das wäre nie so toll. Weil bis ich in der Notbremsstellung bin, dann, naja. Hat es denn umgesagt? Yay. MS-Niveau, wir sinken. So, ich glaube, hier brauche ich gar nicht beschleunigen. Nee, brauche ich nicht. Ah, das ist echt ein langes Teil. Hat ein langes Teil gesagt. Ja, okay, jetzt haben wir es dann aber auch mal. So. Er hat ein Thumbnail gemacht. Oh, ja, okay. Haben wir jetzt mal alle, wobei das war kein Scherz, das ist einfach nur eine Tatsache. Das war ich auch nicht lustig, so. Oh, wir haben Fahrt, immer noch, aber könnte man noch fahren. Ist das nicht toll? Ist das nicht schön? Bestimmt, Josh, so. H2, H3, H4 da vorne, so. Hier dürfen wir jetzt, heißt, wir dürfen geradeaus fahren, aber das Teil ist halt noch nicht gesichert, deswegen können wir es noch nicht fahren. So, Türfreigabe. Hallo? Bist du drin? Freigabe? Ja, du bist drin. Okay. Jetzt dürfen wir auch da drüber fahren. Okay. Ist natürlich schön, so wie das ist. Schäfflestraße. So. Haben wir da mal alle? Weil hier ist vielleicht sogar fast noch schöner. Jo. Türfreigabe. Wäsch. Und dann einmal weiter hier. Jo. Bitte warten Sie die Türschließung zur Bearbeitung. Mal einmal... Hier und das da. Nächste Station, Gewinnerstraße. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 44. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und die Leute, die in die 44 umsteigen, das sind echte Gewinner. So, Achtung, einmal hier. Ist zwar auch gesichert, der Bahnübergang, aber hey, der Bü ist gesichert. Finde ich auch eine tolle Abkürzung. So, nein, ich fahre nicht zu schnell, aber das ist... Oh. Ja, das war knapp. Ich glaube, das ist wirklich auf 60 ausgelegt und nicht auf 65. Es tut mir leid. Liebe Leid. So, wo haben wir denn mal hier? Ganz am Ende. Okay. Ich glaube, dann sind wir auch gleich da. Jetzt haben wir hier noch so ein bisschen so Einkaufszentrum, Passagenteil, was auch immer. Also von den Namen her, muss ich sagen. Was haben wir hier? Kruppstraße, eben Hessen Center und sowas. Und dann sind wir auch schon in Enkei, meine Damen und Herren. So. Ich glaube, wir können mal langsam hier Türfreigabe, Wäsch. Bitte warten Sie, die Türfreigaben herausnehmen muss in Bearbeitung, so da dürfen wir auch rüber. Auch schon gesichert, ist das nicht teuer? Das finde ich voll innovativ. Vielen lieben Dank an die netten Bahnübergangsmitarbeiter, die auch gerade hier schon auf Fahrt schalten. Ja, Nächste Station, Kruppstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Genau, und dann haben wir jetzt hier voll den kleinen Haltestellenabstand. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich achte jetzt ein bisschen mehr auf die Signale, weil wir jetzt hier draußen sind. Da haben wir ein bisschen... So, der schaltet auch gerade auf Fahrt um. Finde ich doll von dir. So, dann können wir mal hier... Immer anhalten, das vorletzte Mal. So sieht das aus. So. Oh, da ist nämlich auch noch nicht Fahrt. Wir müssen eh anhalten, genau. Ja, warum heißt... Oh, das war aber auch knapp. Wobei, der Bahnsteig ist auch echt kurz. So. Ich wollte es gerade einen schlechten Witz über E-Net und E-Netz bringen, aber das ist... Nee, das ist mit der WLAN, mit der LTE-Allee, das habe ich eh schon mal gebracht. Das ist... Der war auch nicht so der Burner, gell? Die LAN-Straße und die LTE-Allee. Nee, das ist... Der war nicht so... Wobei, der war schon der Renner. Also, Leute fanden ihn lustig. Ich fand ihn eher nur so... lustig, selten so gelacht, aber nicht schlecht. So, einmal hier auf Hessen Center und da einmal auch. Nächste Station, Hessen Center. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Haben wir Fahrt? Wir haben Fahrt. Wunderbar. Ach, Tag, Kollege hier. So. Kavusch. Da braust Erde entlang. Und dann müssen wir gleich mal gucken, weil ich glaube, hier ist auch wieder ein Signal, was einfach nicht funktionieren möchte. Das einfach nicht geht. Josh, die bleiben auch stehen, die Signale. Die gehen auch nicht weg. Ja, aber... Ihr wisst, was ich meine. Das einfach nicht funktioniert. So, einmal... Jo. Wunderbar, sind wir hinten drin, ganz bestimmt. So. Dann gucken wir nämlich gleich mal. So, hier ist zwar noch Fahrt. Was haben wir hier? Was steht denn da drauf? Linie U4, U2, Waagespiegel rechts einklappen. Okay. Aber die hier, das wird, glaube ich, nicht auf Fahrt. Weil hier müssen wir quasi was anderes kreuzen. Und das funktioniert einfach nicht. Das wird auch wieder grün. Aber das andere nicht. So, machen wir hier. Türfreigabe, Wäsch. Wäsch, wäsch, wäsch. Dankeschön. Jo, zack, bumm. Zack, finish. Signal. So, dann müssen wir hier mal ganz langsam fahren. Und dann kann ich ja schon mal probieren, einmal Signal anzufordern. Also, Genehmigung haben wir schon mal erteilt bekommen. Das heißt, wir müssen einmal hier ganz langsam drüber fahren. Einmal gucken, ob nichts kommt, weil das wird auch nicht, es wird auch nicht auf Fahrt gestellt. Ich weiß nicht genau, warum. Also, in dieser Wendeanlage steht auch keiner drin, aber... Einfach mit Dauergebimmel durchfahren, das ist bestimmt toll. Und da kann man die Ansage auch voll toll verstehen, wenn ich jetzt eine bringen würde. Nächste Station, Enkheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Genau. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 42, zu den Buslinien des Stadtverkehrs Maintal, sowie zu den Regionalbussen. Dankeschön. Fahrtende, so. Da haben wir jetzt die anderen beiden Linien, wahrscheinlich U2 und U4, hat sie ja gesagt, die nette Dame. Und ja, dann war es das auch schon mal für diese Aufnahme. Hier sind jetzt nicht... oh, sind nicht ganz 2 Folgen geworden. Ja, dann würde ich sagen, hänge ich einfach nochmal eine Fahrt hinten dran. Mache ich einfach hier mal ganz fidel einen kurzen Cut rein. So, den merkt bestimmt keiner. Und dann befinden wir uns gleich auf einer anderen Linie. Ich weiß noch nicht genau auf welcher, aber wir sind uns gleich auf einer anderen Linie wieder. Also bis gleich. Und damit willkommen zurück. Wir sind auf der U2 gerade und fahren jetzt einfach mal heute Abend den allerletzten Kurs. Und zwar führt der vom Südbahnhof bis nach Niedereschbach. Fahren wir gerade mal eine Runde auf der U2. Haben jetzt ebenfalls wieder 3 Wagen hinten dran hängen. So, machen wir einmal hier Schlüsselchen. Dann da Batterie. Dann machen wir hier und Stromabnehmer und Strom. Alles, was wir brauchen. Dann gehen wir mal ein. Kurs sind wir. Wir sind Kurs 1. Wow. Kurs 0, 1. Wow. Schön, so. Linie ist immer noch die 92. Und Ziel ist, glaube ich, 713. Nach Niedereschbach. Genau, wir starten am Südbahnhof. Das stimmt soweit. Haben wir den vorne schon richtig geschildert. U2 nach Niedereschbach. So sieht's aus. Dann machen wir einmal hier vielleicht die Vollbeleuchtung an und setzen uns gleich in Bewegung. Also, dass hier der Cut nicht allzu stark auffällt. Okay, der fällt eh auf, weil er auf einer Linie ist. Aber was willst du machen? Ja. Dann preschen wir mal vor zum Südbahnhof. Also diese Mythione sieht eigentlich noch vor, dass wir noch zum Betriebshof fahren, aber ich glaube, dann wird es etwas zu lang. Denn Special-Ankündigung hier einfügen. Es gibt bald wieder ein Origin Simulator 2 Singleplayer-Let's Play. Das ist ja schon ewig nicht mehr gekommen seit, keine Ahnung, wann, September, glaube ich, war die letzte Folge. Und dann gibt es mal wieder ein paar Folgen Singleplayer danach und deswegen möchte ich jetzt nicht allzu lang hinauszögern. Ja, auch wenn ihr alle sehr gerne U-Bahn Frankfurt seht, habe ich festgestellt. Das, täuscht. Achso, wir sollten vielleicht Licht anmachen, gell? Hier war das, glaube ich, oder? Licht? Ja, Licht ist an. Ja, fein. Da können wir auch schon mal allzu viele Leute haben wir nicht. Das heißt, ich kann jetzt die Tür öffnen, Abstände etwas kürzer halten.
und bin die Lieder auch schon mal selber abgefahren bei Nacht. Und habe mit mir selber vereinbart, dass ich sage, wenn da wirklich keiner steht an der Station, dass ich dann einfach durchfahre, weil das hat eben letzter Zugcharakter. Hörst, das darfst du aber nicht. Ja, das ist mir egal, dass ich das nicht darf. Ich darf auch die Ansage jetzt bringen oder ich darf sie erst bringen, wenn ich schon in die Haltestelle einfahre. Und ich darf auch 3 km/h zu schnell fahren. Nächste Station, Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So sieht's aus. Dann machen wir heute ein bisschen einen auf Züge, weil ich meine, wir wollen alle Feierabend haben. So ist das halt, letzte Runde auf der U2. Und genau, deswegen ist es alles etwas zügiger heute, auch wenn wir in einem Zug sitzen. Zum U-Bahn-Bereich kann man trotzdem überall anhalten, aber gerade wenn wir dann ein bisschen ländlicher werden draußen, dann steht nicht überall jemand, zumindest ist mir das so aufgefallen. Ja, genau, deswegen wollen wir das auch so tun. So, jetzt haben wir schon hier auch alle drin, aber Türfreigabe weg. Es geht halt jetzt hier nachts ein bisschen schneller. Das Problem ist halt, dass die Anzeige dort unten links eben rumömmen ist, genauso wie du, Josh. Nee, dass sie einfach nicht kürzer einstellbar ist, als sie das gerade ist, und deswegen fahre ich einfach los, wann ist mir denn gerade so beliebt. So, das macht man in der letzten Fahrt so. Am Abend vorm Feierabend. Nächste Station, Willy Brandt-Platz, Europäische Zentralbank. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dann kann man auch mal den Hang nutzen, um ein kleines bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt bremsen. Genauso wie ich den Berg hoch nicht beschleunigen. Wobei, doch, mache ich trotzdem. Hauptsache Berg runter nicht bremsen, aber Berg hoch beschleunigen, Josh. Genau. So kennen wir dich. So sieht's aus. Genau. Aber Hauptsache, du kannst pünktlich Feierabend machen. Genau. Oh, Tag, Kollege. Die Frage ist, was er noch tut, wenn wir quasi letzte U2 sind, laut Mithyonth-Beschreibung. Man weiß nicht, was er heute Abend noch tut. Das ist, wo er seinen Zug abstellt, das wissen wir alle nicht. So, Niedereschbach. Ach, Möglichkeit für einen kleinen Daumennagel. So sieht's aus. Dürfen wir nicht vergessen, auch wenn es schon spät am Abend ist. Geht das wie bei mir hier auch. Und ich bin immer noch verschnupft, das ist echt nicht mehr lustig. Aber hey, ihr wollt ja auch regelmäßig folgen, aber so schlimm ist es auch nicht mit dem Schnupfen, deswegen. Ich muss zwar etwas leiser reden, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, da ich eh sonst immer übersteuere. Von dem her kann ich jetzt auch mal ein bisschen gemäßigter reden. So. Nächste Station, Hauptwache Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, meine Damen, so wird es sein. Und da sind wir auch gleich schon an der Hauptwache. Ja, ich fahre jetzt einfach ein bisschen schneller als 70, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben ja eh keine, irgendwelche Fahrassistenzsysteme oder irgendwas. Okay, das war knapp. Irgendwas, was uns darauf hinweist, dass wir langsamer fahren sollten. Von dem her ist es eigentlich, denke ich mal, so weit in Ordnung, dass wir das so tun, wie wir das tun. Fahrgäste können auch nicht bei uns auf den Tacho gucken. Das ist ja nicht wie im ICE, wo du auf den Tacho gucken kannst. Das ist hier alles, kontrollmäßig nicht so stark vertreten, also nichts mit Fahrgastkontrolle oder sowas. Das ist alles selber. Jo. Haben wir alle drin hier. Kommen wir gleich weiter hier. Jo. Merkt man auch gleich in der Türfreigabe, es gehen nicht mehr so viele Türen auf des Nachts. Genau, Josh. Red dir es einfach ein. Ich würde davon nur noch 60, den Bereich, den kennen wir ja eigentlich auch schon. Genau. Nächste Station, Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da sind wir nämlich auch schon, also hier im U-Bahn-Teil, da kommen wir relativ zügig vorwärts. Das ist ganz gut. Draußen weiß ich ja nicht ganz genau, ob da alle Signale so gestellt sind, dass wir eine zügige Weiterfahrt vonstatten gehen kann. So sind wir auch hinten drin. Ja, passt ja alles so. Ich glaube, des Nachts sind irgendwie so viele Leute da. Da gibt es eh niemanden, außer vielleicht den Herrn da vorne, der irgendwie so aussieht, als würde sich da gerade erleichtern oder sowas. Aber, naja. Was willst du machen? Ist auch schon spät heute. So, komm mal hier wieder. Gleich einmal hinfort. Und die sind wir sogar nicht vor Abfahrtszeit. Das ist ja auch eine Pracht. Öfters mal was Neues. Josh fährt pünktlich ab und nicht zu früh. Das ist einfach toll, ne? So ist es einfach. Da muss man sich auch mal dran freuen, dass ich mal nicht zu früh losfahre. Nächste Station, Grüneburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dass Josh einmal eine ganz kurze Sprechpause gelassen hat, weil er Tee trinken muss, sonst. Weil sonst komplett alles zusammenfällt hier. So, genau, auch der U-Bahn-Tunnel, der fällt dann auch zusammen, wenn ich keinen Tee trinke, müsst ihr wissen. Das ist ganz normal so. Jo, dann müssen wir auch schon wieder mal anhalten.
Wie war es mit 40 in der Zone einfahren? Nö, gibt es nicht. Aber es passt da so ganz gut. Also ich bin jetzt auch ein bisschen in Übung, weil ich jetzt ein bisschen die restlichen Folgen heute Morgen aufgenommen habe. Und der Rest ist hier heute Abend. Deswegen, ja doch, das ist etwas in Übung doch noch. Also nicht ganz so schlimm wie sonst immer mit dem Zug fahren, aber das willst du halt machen, ja. Grüneburgweg. Ach, und die Haltestelle ist grün. Das ist Zufall. Ich denke nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. So, komm mal fort hier. So, zack. Shift-Q einmal für dazu weiterschalten. Holz. Ja, stimmt sogar noch. Oha. Das ist ja toll. Nächste Station. Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, meine Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich außer fahrplanmäßig in Fahrtrichtung links. Man könnte jetzt die Fahrgäste veräppeln, aber es wäre auch nicht lustig. Nee, dann würden wir umso länger brauchen bis zum Feierabend, das muss auch nicht sein. Dies muss auch nicht sein. So, ach, ein Kollege. Verdammt, trotzdem noch einen ordentlichen Takt hier. Trotz der Uhrzeit, wobei ich weiß noch nicht, wie die anderen U-Bahn-Linien betrieben werden. Also die hier hat jetzt, wie gesagt, Betriebsschluss. Wie es mit den anderen Linien aussieht, die eventuell etwas stadtnah verkehren. Weil wir fahren ja auch relativ weit nach draußen. Zahlen nicht bis ganz draußen, sondern bloß bis Niedereschbach. Aber es ist trotzdem relativ ländlich schon. Hoch der nächste schon. Wo haben wir denn den nächsten? Ach, wahrscheinlich wieder über uns, oder? Ist es wieder sowas, wenn wir über uns auch was haben? Nö. Unter uns? Auch nicht. Gut, dann weiß ich gerade nicht, wo das Quietschen herkam. Das ist natürlich ein Rätsel. So. Nächste Station. Nikwil Adikes Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dann kommen wir auch relativ bald schon wieder in die Oberfläche. Also ab am Dornbusch sind wir wieder draußen. Und dann gehen wir auch einmal Frankfurt bei Nacht. Das hat doch auch mal was. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das schon neulich mal gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, regnet es draus oder regnet es nicht draus? Ich weiß gar nicht mehr, was in der Szenario-Beschreibung stand. Jo. Passt soweit. Ich bin es zwar keine Doppeltraktion, aber was willst du machen? Jo. Ach, da oben sind dann andere Sachen. Okay. Ich versuche.